Hallo, kommt rein! Hi Michaela, you've got 3 minutes. Ja, ich weiß. Wir sind hier im Fotostudio, im Loft von meinem Freund Carlos Antonio. Wohnt ihr hier zusammen? Nein, wir wohnen nicht hier, wir arbeiten nur hier. Was gefällt dir am besten an Hamburg? Die Leute, die Mentalität und Hamburg ist wie Urlaub machen. Seid ihr gut ins neue Jahr gerutscht? Ja, super, ganz easy. Im Pyjama, mit einem Schokofondue und ganz entspannt auf der Couch. Welche Vorsätze hast du dir für dieses Jahr vorgenommen? Überhaupt keine Vorsätze. Ich denke mir, ich bleibe einfach so, wie ich bin und das läuft alles glatt. Beschreibe dein Leben in 3 Worten. Bunt, fröhlich, glücklich. Bist du ein Kopf- oder Bauchmensch? Bauchmensch. Bist du pünktlich? Öfter als früher. Was ist das Coolste in diesem Raum? Die Bilder. Wer wärst du gerne für einen Tag? Da gibt's niemanden. Ich bin ganz happy, so wie ich bin. Wolltest du schon immer Schauspielerin werden? Nein, überhaupt nicht. Also das war gar nicht mein Traum. Du hast ja früher als Krankenschwester gearbeitet. Wie lange war denn das? Das waren 10 Jahre. Und bereust du es manchmal, diesen Beruf nicht weiter ausgeübt zu haben? Nein, überhaupt nicht. Also 10 Jahre sind genug und jetzt mache ich was anderes. Bereust du allgemein etwas in deinem Leben? Ein paar Dinge, aber die würden jetzt den Rahmen sprengen. Und was machst du momentan? Ich packe jetzt gleich die Koffer, wenn wir hier fertig sind. Dann geht's nach Braunschweig zum Theater, weil die Proben losgehen. Wie viel Zeit habe ich noch? Du bist jetzt bei 1,17. Was war denn die Rolle deines Lebens? Habe ich noch nicht gehabt. Kommt hoffentlich noch. Du bist ja demnächst im deutsch-amerikanischen Horrorstreifen Sky Sharks zu sehen. Wie war es, einen Zombie zu spielen? Oh, crazy, abenteuerlich, verrückt, spooky, aber total toll. Hast du einen Lieblingskünstler? Gibt's einige, würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Und ein Lebensmotto? Lebensmotto, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Jetzt zeige ich euch noch das Fotostudio. Könntest du dir vorstellen, vegetarisch zu leben? Nee, dafür esse ich viel zu gerne Fleisch. Du bist jetzt schon über 1 Jahr wieder glücklich vergeben. Schwebst du denn immer noch auf Wolke 7? Sieht man das denn nicht? Was sind eure gemeinsamen Pläne? Viel reisen und Länder kennenlernen. Wollt ihr noch Kinder? Nein. Was ist der schönste Ort, an dem du je warst? Namibia. Dort willst du unbedingt noch mal hin? Namibia. Wohin würdest du mit einer Zeitmaschine reisen? In die 50er, 60er Jahre. Wenn ich dir jetzt 100 Euro gebe, wo würdest du sie verstecken? In meinem Stiefel. Warum ist es toll, eine Frau zu sein? Weil man tolle Kleider anziehen kann und sich hübsch machen kann und das hat Vorzüge. Was wäre dein DJ-Name? Miss Sunshine. Was kaschierst du an deinem Körper? Meine Hüfte. Hast du eine Fashion-Ikone? Nee. Beschreibe deinen Style in 3 Worten. Sportlich, sexy, bequem. Wer ist der am besten gekleidete Promi in Deutschland? Du hast noch 10 Sekunden. Iris Berben. Wer ist stillos? Weiter. Was ist das coolste Stück, was du gerade trägst? Die Stiefel. Und was ist das günstigste? Ich glaube, der Rock. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Rock. Wir sind genau bei 3 Minuten und du hast es leider nicht fertig geschafft. Schade. War es denn trotzdem das coolste oder verrückteste Interview, was du je hattest? Also das war's. Ich bin auch total außer Atem und mir ist richtig heiß. Das ist ja der pure Stress mit euch. Es war trotzdem schön. Tschüss. Welche 5 Stars würdest du gerne mal ins Dschungelcamp schicken? Heidi Klum, Verona Poth, Til Schweiger, Guido Maria Kretschmer und Claudia Effenberg, das wäre doch super.